Hallo, 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 guten Tag, willkommen zurück, ne? Du wirst angegriffen, mein Kollege. Ich werde angegriffen. Sorry, so, ich bin auch da, tut mir leid, ich konnte nicht drücken. Wir wollten hier nur reinscheuen und am Schluss so, ja, toll, zacke hier. Das ist das, wo ich dich gewarnt habe, deshalb müssen wir eine Festung bauen. Ja, jetzt ist aber zu spät hier, ne? Kollege Schnürschuh. Die kamen jetzt ein bisschen schneller. Ja, aber das ist eh nicht, das ist nur der Außenposten. Ja, aber trotzdem, wenn die das Ding angreifen, das Portal. Oh, shit. Wollen wir zusammen? Ich habe nur noch 22 Leben. Das ist ein bisschen doof. Hey, da greift mir mal das Portal an. Oh. Na dann rein in die Action. Oh, scheiß Skelett aber auch. Oh oh. So. Warum noch mehr? Hey, Auge! Ich bin hier übrigens. Jetzt kommen immer mehr Leute. Warum? Der rennt weg wie ein Invalide. Hey, Invalide. Ich bin hier. Der Geruch ist vorbei. Ja, aber die Kollegen sind immer noch da. Ja, die musst du auch, die musst du auch töten. Toll. Kommen wir nicht zusammen? Oder du bist ja schon da hinten, ne? Ja. Ach, sag mal. Hat der Kollege wieder nicht geduscht? Deshalb ein fauliger Geruch. Ey. Ja, danke sehr. Heute Morgen geduscht, mein Kollege hier. Du, die brennen hier. Brennen die ab? Ja. Ja, wir bekommen ja Würste von den Kollegen, ne? Ja, genau. Deshalb ist es eigentlich ganz geil, immerhin, wenn dieses Event stattfindet. Ja, darf ich mal hier? Ja, danke sehr, bitte. Da hinten ist auch noch ein Dingens. Ein Trophäe. Ich bin voll. Ich bin noch nicht voll. Du kannst mir das Ding schon übergeben. Die Frage ist halt, was haben die denn hier gedroppt? Ich habe eine Trauer-Trophäe. Stopft den Mund, falls er in der Nacht zu flüstern beginnt. Ja. Das sollte man einhalten auf jeden Fall, dass man da nichts zu tun hat. So. Perfekt, dann können wir. Wir wollten, glaube ich, eh zurück in die Base. Ich habe eigentlich nichts dabei. Nee, wollten doch. Ach nee, wenn du nichts dabei hast, dann war doch, glaube ich, dass wir wieder in den Sumpf gehen. Wir müssen ja noch die Krypta finden. Und Innereien. Was war noch was? Ich habe jetzt nur eins. Hast du Innereien? Eins. Hä, aber wir haben ja irgendwie 50.000. Oh, 50.000. Ich lauf mal da ab, wo die sein könnten. Ist das nicht so eine Hellseher-Option, die man einschalten könnte? Nee, das gibt's bei einem anderen Spiel. Tatsächlich, wo es dir anzeigt, wo die Items gedroppt sind. Da hinten habe ich noch was verloren. Ah, hier sind Schwänze. Schwänze. Oh. Nächste Stufe 1, Tschüssikowski. Mit der nächsten Schwänze, weil... kannst du eine Grillstation bauen? Also über ein Feuer? Ach so, brauchst du dafür Holz oder brauchst du dafür noch mehr? Holz. Nur Holz. Ja, wir machen... Ich habe mir Folgendes überlegt. Das fängt schon mal sehr gut an. Es führt uns ins Verderben. Ich mache jetzt Folgendes. Ja. Ich repariere das Portal. Muss ich nicht mal? Alles repariert, okay. Perfekt, dann ich dachte schon, es wäre hier noch ein Troll in der Gegend dabei, weil es nur das Holz, der Baumstamm, der rumgerollt ist. Oh je, Mini. Nee, ich dachte schon. Der nächste Angriff wird ein Trollangriff, kann ich dir garantieren. Nur wenn wir nicht da sind? Er greift, dieses Event findet immer statt dort, wo du die letzte Werkbank benutzt hast. Na toll. So, also ich mach Folgendes. Das wird ja angenehm. Über welchen Feuer? Über beide oder nur über die beide? Das Überdachte. Dann okay. Können wir auch kochen, wenn es regnet. Jetzt so. Noch. Dann reiß ich das hier mal ein. Das reiß ich ein. Das Dach. Ja, toll. Ja, wir wollen ja nicht immer wieder mit dem Portal reisen, dass wir nur rübergehen wegen
Wegen Schönheit. Ich liebe es. Nee, wegen etwas ins Lager tun, dann können wir auch gleich hier bleiben. Ich fange an zu frieren. Wir müssen Dinge tun. Du fängst an zu frieren, ey. Der Typ hat bestimmt Corona. Nee. An dem wird es wahrscheinlich nicht liegen. Beim morgigen Update, genau, wir spielen ja jetzt vor dem neuen Update. Weil halt, ja, wegen Zeit und so. Nee, eigentlich könnten wir auch morgen aufnehmen. Das wäre nicht das Problem gewesen, aber ich dachte mir so ein wöchentlicher Rhythmus und so. Und für Till war es auch in Ordnung, wenn wir heute aufnehmen. Genau. Und, dann lassen wir uns nächste Woche überraschen. Ich mach mal den Move. Hey, ich kann sogar schlafend die Kiste benutzen. Echt? Ja. Magier. Fängt gut an. Du bist so ein geiler Typ. Soll ich die Innereien bei mir im Inventar behalten oder guck mal, ich in der Kiste schmeißen? Ja genau, das wäre das Ziel, dass wir was anderes in Kisten haben. Fängst dann zu frieren, ja. So, nun haben wir hier einen Außenposten. Also einen Außen, wirklich, ach so. Ja, jetzt machen wir dicht hier, oder was? Au. Hey, pass mal auf, Kollege hier. Tut mir leid, Baustelle. Helm tragen, da passiert nichts. Was ist ein Helm? Oh. Komm mal ran. Jetzt macht er einen Sitzstreik, ey. Nee, ey. Diese Gewerkschaften heutzutage. Diese Arbeiter, ey. Ich bezahle denen nicht mal einen Stundenlohn und die reißen sich nicht mal den Arsch auf. Du bezahlst ja nichts. Ja, eben, ey. Deshalb bezahle ich ja nichts. Was soll ich denn mitarbeiten, ey? Zum Glück bin ich der Mitarbeiter. Da reiß ich durch ganz Valhalla, um mir so einen Typen zu angeln. Oh mein Gott. Kannst du dir nicht vorstellen, ey. Junge. Na, zum Glück reiß ich nicht mit dir und du bist auch nicht mein Chef, keine Ahnung. So dann ab durch die Hütte hier. Muss ich gleich ein Nickerchen machen und einen Energy trinken. Das mache ich gerade. Der Kong Strong. Ich sag jetzt nicht, von welcher Firma es ist. Ja. Jetzt haben wir drei Kisten, da sieht man an. Oh, Ed Shift draußen eine Runde. Na tolle Wurst. Deshalb habe ich ja ein Dach gebaut. Ja, das Dach. Wie ich vorausschauend denke. Dächer sind nur was für Wilde. Übrigens, das Gras hier auf dem Boden. Ja, das stört mich nicht. Wird das irgendwann mal weggehen, oder? Nee, das ist nicht über mein Dach. Weil hier bei den Betten haben wir es. Nicht? Und also hier mal schon. Alles geht nicht. Du, die Frage ist halt, wie doof gesagt, draußen pisst ja wie aus allen Nähten und Enden, ne? Halten die Planken das Ding hier aus? Welche Planken? Ja, hier oben Holz und so. Ja. Ich bin da noch ein bisschen und ja, egal. Was macht man, wenn es regnet? Genau, kochen. Toll, hätten wir jetzt die ganze Zeit letztens nicht kochen können. Weil es nicht geregnet hat. Also. Ach, ist das nicht schön? Bist du nicht gestern hat sie ja zu mir? Nö. Ich denke, wie das Lagerfeuer liegt. Was macht der Typ? Ist eine Dame eigentlich, aber was machen die? Das LRGEAE. Oh, ey, da geh ich lieber raus. Und das Lied geht noch viel schneller, nur dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Bam, bam, bam. LRGEAE. Oh. Das ist jetzt mein Haus. Okay. Cool, ich kann Steine kaputt schlagen. Zum Glück redet der Typ echt leise und ich verstehe ihn nicht. Es ist echt Balsam. LRGEAE. Dümm, die dümm, die dümm.
Hey, da hinten gibt's Schwänze. Nicht neben mir. One Hit Wonder. Ja, Mann. Das ist so gehört bestimmt. Bist du irgendwie vom Mikrofon relativ weit entfernt, oder? Nee, ich bin eigentlich ganz nah. Okay. Baumdumpf. So, man hört. Guck mal hier, Baumstümpfe. Uah! Okay, ja, wir kriegen gleich Besuch, dann kann ich nicht mehr so schön singen. Wie Besuch? Also nicht, dass der Besuch mich stören wird bei der Aufnahme, aber wir kriegen Besuch. Ach. Das heißt, ich kann mich nur noch im Internet schämen, nicht mehr. Hast du jetzt schon... Ey, da ist so ein Gräuling in der Nähe hier, guck mal an. Wo bist denn du eigentlich? Also, ich bin am Schwänze jagen. Also, ich bin gerade am Schwänze aufhängen. Ich sammle mal Feuersteine ein, dass wir Feuerpfeile machen können. Ja, nicht Feuerpfeile. Hier gibt's doch Nebel. Ruhend. Ja, ja, ja. Ja, also ja, bin ja. Ich immer noch leise bei dir? Nö, jetzt nicht mehr. Okay, ich hatte das. Ein bisschen das Mikrofon weg. Für die Zuschauer, ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht so inaktiv, manchmal bin ich wirklich inaktiv. Sind wir doch alle irgendwo. Nee, dass ich neben dem Let's Play das eigentlich auf Twitch Twitch streame, ihr es dann aber auf YouTube sehen würdet, für die, die es nachschauen möchten und die von Twitch, die profitieren halt davon. Nicht nur von der Spoiler-Alarm-Gesellschaft, sondern auch davon, dass sie eigentlich, wenn sie am Stück schauen, mehr übers LP schon im Voraus wissen. War so meine Idee, war so meine Überlegung. Weil, ich bin momentan dran auf dem Gaming-PC am Sparen. Nebst meinem Steuern und dem Steueramt. Und dass es sonst noch so viel Ämter gibt. Apropos Steuern. Die zum Beispiel gekommen ist, wo ich einfach mir denke, warum muss ich so einen Müll bezahlen? Ach ja, ich habe ja einen Fernsehanschluss, darum bin ich per Gesetz verpflichtet, diesen Scheiß zu finanzieren. Ich habe, glaube ich, den Fernseher seit der Geburt meiner Tochter vielleicht einmal wieder angeschmissen. Und du zahlst Bilag für das, dass du kurz schnell einschaltest und Switzerland's Next Topmodel schaust. Das war nicht mal ein Fernseher, ich habe das Ding angeschmissen und Star Wars geguckt. Über, wie ist das nochmal, das Google Play Movies, irgend sowas? Keine Ahnung. Hey, Regen vorbei, jetzt geht die Kacke erst richtig los. Komm, wir müssen in den Sumpf gehen. Darf ich schnell mein Inventar leeren? Ja, logisch. Darf ich? Ich leere das über, ich leere das einfach so. Ich bin neu hier, weißt du? Ja, kriegen wir hin. Ich kenne mich noch nicht so aus mit dem Ganzen hier. Wie heißt das Spiel? Valheim? Ja, ich weiß es nicht so genau. Spielt es einfach nur, weil ein Kollege hier spielt. Guck mal, da hinten hat's. Ey, weißt du, was mich nervt? Die Kisten haben so wenig Platz. Was, Kisten? Wo? Ach so, im Dingensbums. Ja, die Kisten. Brauchen wir überhaupt Felle? Felle, ja, immer. Weil dann können wir so Teppiche machen, dann gibt es mehr Komfort und wenn es mehr Komfort gibt, aber dann... Braucht man ja Komfort. Übrigens, Komfort, man kann echt viel im Nachhinein für ein Auto ausgeben. Ach ja, stimmt. Oh, heute mein ist Gott. Ja der Tag, wo du... Nee. Nö. Eine Woche? Och, wie das... Ich bin doch so dumm, ich schmeiße Essen weg, ey. Ey, ich hab nur noch... Hab ich auch hab gemacht. Ich ernähre mich nur noch vom Fleisch momentan. Ich hab nichts anderes bei. Ich hab Würste, ein Fleisch und Beerenmarmelade. Ist auch klug, ne? Beerenmarmelade habe ich keine mehr. Aber, du, scheißegal. Ich, sobald ich wieder Essen brauche, gehe ich bei Bedarf schnell mit dem Portal. Joa. Hinten drüber hängst. Übrigens, was ich mir gedacht habe, dass wir die Base, dass wir das Lagersystem und die Häuser da ein bisschen anders machen. Respektive, dass wir dann, wenn wir dann mit Stein bauen können, eine Burg bauen und geile Burgmauer sozusagen. So ein bisschen, so ja, das ist ein bisschen das Mittelalter-Feeling à la Wikinger-Style, so ein bisschen. Habe ich gerade einen was? Troll gehört? Nö, oder? Nö. Das war ich, ich stand. Doch, nee, ich habe einen Troll gesehen, gesichtet. Stufe 1 Troll. Thanks.
Stoppen wir den Typen? Ne, der ist nicht Stufe 1, der ist Stufe 0. Das ist nicht Stufe 0, Stufe 1. Ja. Ja, Stufe 1 ist für mich so gesehen aber nur nichts. Genau, und was wir auch machen müssen, ist eine Bronzerüstung. Stimmt. Dann müssen wir jetzt eigentlich nicht mal auf Trolljagd gehen. Ist eigentlich voll unnütz. Rein theoretisch für was gegeben. Ja, wegen dem Gold nicht. Aber grundsätzlich gesehen, für was braucht man die Trollfälle? Nur für die Rüstung, ne? Momentan ja. Ach so. Aber ich nehm's einfach mit. Ist eigentlich schade, weil ich wollte das Ding echt upgraden. Bis ja, zum Maximum. Also du kannst es schon upgraden zum Maximum. Und auch dann die Bronzerüstung. Weißt du, wenn dir die Bronzerüstung zu schwer ist, dann nimmst du die Kohlrüstung. Und ja. Ach so, ja, gut, kann man eigentlich gut machen. Oh. Wenn du zum Beispiel farmen gehst, nimmst du die Trollrüstung. Wenn wir fighten gehen, nimmst du die Bronzerüstung. Hey, jetzt so Pfeile. Oh nein, jetzt nimm ich mit. Nochmal eine andere Art. Disteln brauchen wir, glaube ich, für irgendwas, ne? Ja, für die Würste. Stimmt. Weißt du noch, wo das Sumpfgebiet? Ah, hier hinten. Ja, unten rechts irgendwo. Hast du Holz dabei? Ich habe ja 21 von 50. Okay, weil ich habe noch 25 Pfeile. Aber wir hatten ja eh irgendwo hier eine Werkbank. Keine Ahnung. Ah ja, doch. Karottensamen braucht man. Ja, toll, ich bin jetzt voll. Hast du Trollleder aufgenommen? Ja, zwei Stück. Dann gebe ich jetzt meine drei. Jo, mach das mal. Das brauche ich echt nicht. Jo, passt. Hau das Teil hin. Hast du übrigens Distel? Hast du noch Distel-Inventar? Distel? Nee. Nicht. Oh je, Mini. Übrigens für die Zuschauer, wenn ihr es plötzlich bei mir heller sieht, ich habe ein neues LED-Band verbaut, das ich über das Handy mit Smart Control steuern kann. Sitzt da auf dem Smartphone und dann gibt es teilweise violettes Licht, rotes Licht, gelbes Licht. Ja, genau, und auch über die Musik ändert sich das Licht und du kannst also auch timen, um welche Uhrzeit, welches Licht hat und ach, herrlich. Also es könnte sein, wenn der Kollege hier am anderen Ende, Patrick, wenn der Typ ein bisschen rumschwitzt auf dem Po, hat er je nachdem anderes Licht. Genau, oder wenn ich mal wieder das Lagerfeuerlied auspacke. So, wie sie überall Hirsche. Aber wir sind eigentlich zu weit weg. Hier haben wir unsere Dingens. Nein, ich lese hier nur wieder Müll auf. Komm hier. Aber sorry, im Dunkelwald ist hier echt gerade nichts mehr los, ne? Irgendwie. Ich weiß nicht. Nee, aber wir gehen jetzt in den Sumpf. Ja, aber grundsätzlich hier im Dunkelwald, das ist ja alles schön und gut. Markus, war das nicht im Norden? Wir müssen. Du musst zu mir kommen. Genau. Was haben wir eigentlich hingeschmissen? Oh, Alter. Trauke. Ich habe eine Schlund. Was ist das? Eine Schlundegel, ja. Hast du bestimmt auch schon. Ja, ich kämpfe schon wieder gegen Draugen. Komme. Kommst du mal? Du bist Nahkampf, ne? Ja, jetzt gerade schon. Dann bin ich dann am Fernkampf. Ich drücke nochmal in den Reihen. Alle uralte Rinde brauchen die für dieses Signalfeuer. Das ist. Und später für das neue Boot. Oh. Boah. Die Pfeile sind ja echt der Hammer. So ein Drauger hat echt nichts mehr zu melden. Oh. Ja, immer schön die Innereien mitnehmen. Oh, shit. Gerade bei mir? Ja, hat's mir jetzt auch gerade in der Runde. Also, dann brauche ich das jetzt genommen. Er ist tot. Irgendwie ist das Sumpfgebiet so ein bisschen kacke. Das ist doch. Guck mal, die spawnen da im Wasser.
Das Sumpfland ist echt klein hier, muss ich mal sagen. Ja, deshalb müssen wir, glaube ich, einen anderen Außenposten beziehen. WTF, ist ja nichts hier. Ich dachte, das Sumpfland geht hier irgendwo weiter, aber nö, jetzt sind wir wieder im Dunkelwald. Weißt du, was wir machen müssen? Nein. Vielleicht müssen wir mal mit dem Boot in die andere Richtung, in die Richtung geradeaus. Kann das nur sein, dass wir hier... Aber auf die andere, also, ja, hier ist so ein... Oder warte mal kurz, da oben haben wir auch noch was? Oder bin ich jetzt gerade doof? Hier oben... Oder sieht das nicht mehr so aus? Komm, folgendes. Wir suchen uns einen großen Sumpf, weil hier finden wir keine Krypta. Ja. Hier werden wir keine Krypta finden. Aber wir werden auf jeden Fall Kollegen finden, die wir relativ schnell umnieten können und auch... Also, wenn wir in der Reihen brauchen... Können. Wenn wir ihn rein brauchen, hier können wir sicherlich ein paar immer wieder abholen, abschlachten. Also, das wird sicherlich ein strategischer Posten, nehme ich jetzt mal. Hier zum Beispiel kann ich wieder uralte Rinde pflücken, das ist auch nice. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen einen großen Sumpf. Ich komme mit zwei Kollegen. Perfekt. Ich bin da relativ schon gut drin, ein bisschen im Schießen. Oh. Hm. Ein Schlundegel. Ah, da hinten ist wieder ein Kollege. Hallo. Komm ran, du Scheißgedingse. Da hinten ist noch einer. Hinter dem Baum, hinter dem Baum. Hm. Wird eigentlich easy. Jo. Skelette. Stufe 1. Also ein Stern und so. Ja, ploppity plopp ist doch auch noch so etwas, ja. Ja, den kann man nur mit Pfeile töten. Der hat ganz viel Gift. Ich übernehme den mal eventuell. Bin schon zur Hälfte runter. Sogar mehr. Na toll. Ein Pfeil geht total dann. Schon wieder ein Pfeil nehmen. Was ist denn los? Man kann ihn nur mit einem Pfeil töten. Was machst denn du? Was ist die nehmen das Dings. Schlamm? Zeugs. Brauche ich Glitter. Schlamm? Ja, den brauchen wir. Wirklich Schlamm brauchen wir? Ja. Gibt Schlammbomben, die du werfen kannst. Granaten. Brauchen wir nicht. Bin anti. Also Till, bevor wir etwas weiterfahren, wir müssen die Folge beenden, ne? Oh ja, Entschuldigung, ja. Ich komplett den Oberblick vergessen, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Weil, Vorproduktion und so, man kennt's. Tschüssi.